Menschen mit Behinderungen werden in Deutschland weiterhin an gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe gehindert. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte verstößt Deutschland gegen die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Das soll Ende August formell überprüft werden. Die Experten kritisieren, Hunderttausende lebten in Deutschland in einer für sie geschaffenen Parallelwelt von Förderschulen, behinderten Werkstätten oder Wohneinrichtungen. Inklusion müsse besser umgesetzt werden.